Wenn das nichts wird, dann haben wir hier versagt. Dann werden wir hier vier Divisionen verlieren. Das wäre, ja, wir werden das, glaube ich, nicht schaffen. Warum ist denn das so schwierig? Ja, die sind eingegraben. 30%, das ist schon einiges. Ja, ich glaube wirklich, dass wir einfach unsere Versorgungsschiffe verloren haben gerade. Die haben tatsächlich zwei Konvoi-Schiffe versenkt. Und das waren genau die, wo dann das Material drin war. Und dadurch haben die hier gar keine Stärke. Das ist ja blöd. Also, das ist doof. Ja, fünf Schiffe hier, ja, das hier. Wo war denn unsere Marine? Wo ist die denn? Also, weil ich durfte ja nicht Invasion Support machen, das durfte ich ja nicht. Und per Patrol, da war hier niemand. Das ist doof. Also, das sehe ich nicht ein. Ja, jetzt haben wir hier unsere Landung in Sand gesetzt. Das ist bedauerlich. Jetzt greifen die uns da an. Ja, da kann man nicht viel machen. Obwohl, ja, vielleicht wird es noch was, wenn wir noch weiter angreifen. Aber das ist echt, das ist nicht gut. Und sie haben sogar hier den Kessel durchbrochen. Es könnte nicht schlimmer werden. Ja, die Afrika-Kampagne ist soweit eine Katastrophe. Und die Deutschen haben tatsächlich auch Jugoslawien angegriffen. Vielleicht werden sie jetzt dem Krieg ganz beitreten. Nee. Aber ja, das ist jetzt wirklich doof. Also, die Afrika-Kampagne primär dadurch, dass die Briten hier unseren Essen essen, haben wir hier ganz große Schwierigkeiten. Ja. Die bringen Verstärkung rein. Italien ist auch im Krieg mit Jugoslawien jetzt. Ich hoffe, sie können das aushalten. Ich habe keine Truppen für sie. Ich meine, die hier theoretisch, aber das wird nichts mehr. Und die helfen jetzt da, glaube ich. Wir könnten ja theoretisch auch unsere Truppen aus Syrien evakuieren und da ein bisschen helfen hier drüben, ne? Das könnten wir machen, aber die könnten halt auch verloren gehen. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir haben so ein paar Probleme. Zumindest hält hier oben alles ganz gut aus jetzt. Wir haben hier Nachschubschwierigkeiten? Wirklich? Oh. Ah, Hannover ist gefallen. Daran liegt das. Ja. Können wir das irgendwie zurückkriegen? Sie haben hier sogar mehr Flugzeuge. Ah, das ist. Ja, der Krieg wird noch ein bisschen schwieriger jetzt. Das ist. Mir schwant Böses. Das wird gerade nicht funktionieren. Okay, dann müssen wir wohl erstmal uns ein bisschen zurückziehen und ganz, ganz kleine Brötchen backen. Da war ich ein bisschen zu selbstoptimistisch. Vor allem, dass die hier so viele Truppen hier unten haben auch, ne? Das waren zum Glück nur jetzt B-Level-Divisionen, also keine sehr, sehr wertvollen Truppen, die wir verlieren. Klar, es ist extrem schade, jeder Verlust ist schlimm. Wir wollen hier kein Leben aufs Spiel setzen. Und ich dachte, dass das hier leichter wird, aber die Italiener waren hier doch besser vorbereitet, als ich dachte. Und ich fürchte, es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, wir müssen hier auch Afrika erstmal wieder uns zurückziehen. Also wir werden jetzt so machen, weil das ist eine Katastrophe. Wir haben hier keinen Nachschub. Wir werden jetzt hier eine Linie aufbauen, die da ist so. Weil das geht gar nicht. Also wir können hier überhaupt nicht. Das ist hier unhaltbar. Das geht gar nicht. Immerhin ist unser Nachschub gebaut. Wir haben unsere Transportlinie. Also da haben wir jetzt auch etwas an Supply. Aber hier vorne, das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht. Das ist. Da fallen wir zurück und holen uns mal was zu essen zum ersten Mal wieder. Wir haben auch null Manpower, sehe ich gerade. Oh. Oh, das ist wenig. Ja, okay. Jetzt gerade ist so ein bisschen was am Kollabieren hier alles. Kroatien ist jetzt auch noch eine Sache. Das ist natürlich umso schlimmer. Ja, da habe ich so ein bisschen mich verkalkuliert. Das war jetzt mehr, als ich dachte, die Verluste. Und vor allem, wir haben halt gar keine Political Power. So plus 0,07 pro Tag. Das wird nicht reichen, um hier irgendwo was zu bekommen. Und jetzt haben wir einen kompletten Nachschubausfall. Also, es kann doch nicht sein, dass wir da nicht irgendwie mit dem Auto und was. Also, wir haben ja gar keine Dings. Wir haben ja gar keine Autos für den Supply, ne? Dass wir da was hochfahren können. Warte mal, das können wir doch machen. Das können wir doch. Hier. Fahrt da mal mit dem Auto was hin. Hier, wir haben noch Trucks. Geht das denn? Wir haben noch ganz viele Trucks. 1200. Können wir da nicht irgendwie. Weil das sind doch Straßen. Also, das ist doch Norddeutschland. Das sind doch Straßen. Muss ich hier echt raus jetzt aus diesen Gebieten? Weil wir Hannover verloren haben. Das wäre wirklich bedauerlich. Das wäre echt schade. Das kann doch nicht sein, dass wir keinen Nachschub kriegen. Aber gut, ist nur 1% Attrition. Ist nicht so schlimm. Ich dachte, da kann ich jetzt ganz gut mit Trucks ein bisschen was supplyen, aber das geht scheinbar auch nicht. Das ist lame. Naja, werden wir mal schauen. Immerhin, ich hätte gedacht, Jugoslawien lenkt hier so ein bisschen ab, aber scheinbar. Wirklich kollabieren scheinen die Deutschen noch nicht bisher. Das ist. Ja, und die Armee ist weg. Das ist schlimm.
Ach, das ist, na. Wir werden mal Folgendes tun. Wir werden mal die Schiffe wieder auf Convoy Raiding packen. Und... Die blöden Briten stehen jetzt hier unten und halten die Front. Und sterben alle an Attrition. Naja. Wir können ja mal einzeln angreifen. Wir haben halt gar keine Truppenstärke mehr, das ist das Problem. Na, das war jetzt ein Reinfall, so ein bisschen, diese letzten, der letzte Monat, die letzten zwei Monate fast schon. Da ist nicht viel Gutes passiert für uns. Wir hatten einige Probleme. Wir haben viel Equipment verloren, viele Truppen verloren. Wir haben einige Provinzen auch verloren. Kassel ist wieder gefallen. Hannover ist gefallen. Und, okay, immerhin der Supply ist besser geworden. Ist das durch die Trucks? Vielleicht. Wir haben nicht wirklich welche benutzt, aber wir haben zumindest keine allzu großen Probleme mehr. Das ist schon mal gut, dann müssen wir das nicht alles evakuieren hier. Free Panama Commune leaves Defense Seoul. Um uns beizutreten? Ja, sehr schön. Willkommen. Unsere Weltrevolution läuft soweit ganz gut. Und die Sowjets schicken ja auch Truppen. Okay, soweit hält Jugoslawien eigentlich ganz gut. Es könnte besser sein, aber es bindet halt auch wieder Feindkräfte. Was ganz toll ist. Leider sind die Deutschen immer noch ziemlich stark hier eigentlich in der Position. Wir können ja mal versuchen anzugreifen. Mal schauen, was passiert. Frankfurt wäre schon ein ganz cooler Gewinn. Aber wir haben halt gar keine Reserven. So, wir haben weder Reserve noch haben wir Equipment. Das ist ein Riesenproblem. Wir brauchen ganz dringend mehr Produktion. Aber Frankfurt könnte vielleicht fallen. Und wir müssen die Deutschen einfach jetzt langsam... ja, systematisch bekämpfen, immer weiter vorrücken, immer mehr Provinzen einnehmen. Und jetzt hier Frankfurt zum Beispiel, das wäre ein Riesengewinn. Und es sieht gut aus, wir haben den Rhein überquert. Das ist natürlich jetzt ein Riesen-Coup. Und Frankfurt wird auch fallen. Mann, Teufel kann das nicht halten. Wir haben Frankfurt, okay, das ist riesig. Ulm scheint auch zu fallen. Die Deutschen haben hier sehr viel abgezogen, weil sie im Süden kämpfen müssen. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt rücken wir hier am Main entlang vor. Im Süden kommen wir auch vorwärts. Ulm wird fallen, Augsburg dann unter Druck. Wir bekommen Equipment aus den French East Indies. Ich weiß gar nicht, was das ist, um ehrlich zu sein, aber wir bekommen es. Schlecht ist es sicher nicht. Was war denn das? War das ein Truck? Ich weiß es gar nicht. War das ein das könnte ein Flugzeug gewesen sein, ne? Weiß ich nicht. Aber wir bekommen irgendwas. So, Würzburg ist als nächstes. Ulm ist jetzt auch gefallen. Sehr schön. Augsburg damit an der Front. Wird auch angegriffen. Jetzt verhärten sich die Fronten wieder so ein bisschen. Wir werden wieder warten. Ja, genau so machen wir das. Wir werden nicht übertrieben angreifen. Wir werden keine langen Frontkämpfe haben. Wir werden immer wieder kurz Offensiven starten. So ein bisschen von dem Equipment nehmen, was wir haben. Und dann wieder aufhören anzugreifen. Und zack, haben wir hier deutlich mehr Gebiet erobert. Unter anderem auch eben Frankfurt. Das sind auch nochmal 3 Militärfabriken, die die Deutschen nicht mehr haben jetzt. 50 Small Arms, das ist schon mal nett. Das ist sehr, sehr lieb. Dankeschön. Und es scheint so, als hätten wir hier das Supply-Problem gelöst. Das ist sehr schön. Wir werden mal ganz kurz hier... was machen wir mal? Wir werden mal das hier tun. Und wir werden schauen, Supply. Sieht gut aus. Ich weiß nicht genau warum, aber es sieht gut aus. Das sagt mir gerade wenig hier, die Anzeige. Ich weiß jetzt nicht genau, ob hier irgendwas passiert ist durch die Trucks. Wir haben Level 2. Trains needed 5. Die Infrastruktur sieht gut aus. Convoys needed. Was machen wir denn hier? Wir nutzen 40 Trucks. Ja doch, okay. Wir benutzen Trucks. 40 Trucks pro Gebiet. Okay, das macht jetzt Sinn. Können wir das auch hier unten machen eigentlich? Bestimmt können wir das. Okay, cool. Dann machen wir das mal überall. Wir haben es ja. Wir haben zwar keinen Treibstoff, obwohl doch, wir haben wieder Treibstoff. Ganz, ganz wenig. Nur die Marine hat ein bisschen zu wenig. Da. Oh, 11 Transporter. Eieiei. Oh, das ist aber schon. Die haben ordentlich U-Boote, die Italiener. Aber sie verlieren auch sehr viel. Ja, nochmal 10 Zerstörer. Also der Marine an sich ist weg, aber die haben noch sehr viele U-Boote. Das ist ein Problem. Naja. Mal schauen. So, Hannover wird auf jeden Fall erstmal nichts werden. Das ist zu gut verteidigt. Würzburg ist nicht sehr gut verteidigt dagegen. Das können wir mal angreifen. Und das sieht gut aus. Das wäre auch, glaube ich,
eine Zuglinie. Damit wird immer schwerer es für sie werden, hier dieses Gebiet zu versorgen. Damit ist eine Zuglinie weg. Das ist schön. Nürnberg wäre groß, wenn wir das erobern könnten. Okay. Ja, es läuft eigentlich. Oh, die Griechen haben Probleme. Die Türkei ist gelandet bei Athen. Aber die sind ja generell eher neutral, was unsere Koalition angeht. Von daher ist das erstmal nicht so wichtig. Aber es könnte sein, dass Griechenland bald kapituliert. Und wir haben unsere Linie hier schön eingenommen. Das ist sehr gut. Und ich würde ja gerne weiter vorrücken. Aber ich kann halt gar nicht, solange hier die ganzen Briten sind. Ne? Das ist ein bisschen doof. So, wir haben Draft-Dodging. Also Leute wollen nicht kämpfen, was ja eigentlich okay ist. Also da möchte ich gar nichts sagen. Das darf ja jeder selbst entscheiden. Wir machen da mal nichts gegen. Und wir haben weitere U-Boote auch versenkt, das ist gut. Die müssen wir nicht versenken. Ha. Ah, das ist schwer. Wir könnten hier einen Kessel versuchen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wir machen das mal. Wir haben gerade hier sehr viele Einheiten. Wir attackieren hier mal von zwei Seiten. Da oben haben wir unsere schnellen Einheiten. Vielleicht kriegen wir hier den Kessel von Kassel hin. Ja, sieht gut aus. Wir werden mal hier eine Einheit zurücklassen als Garnison. Wir sind da jetzt angekommen. Sehr schön. Das wird vom Nachschub her eine Katastrophe werden. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Aber wir machen es mal trotzdem. Weil wir müssen einfach nur deren Nachschublinien cutten. Wir müssen einfach nur Erfurt, diese Linie cutten. Dann ist es eigentlich schon vorbei. Wir haben neue Doktrine. Sehr schön für die Luftwaffe. Sturzkampfbomber machen wir. Ah, kriegen wir das hin? Mal schauen. Ja, doch. Und jetzt haben sie auch das bemerkt. Jetzt ziehen sie sich hier ganz, ganz, ganz groß zurück. Sie merken, dass wir hier sie sehr, sehr bedrohen. Aber wir haben gar keinen Nachschub mehr. Okay, Erfurt. Können wir Erfurt einfach ganz, ganz schnell einnehmen? Weil dann wäre ja der Super-Go passiert für die Deutschen hier. Nee, Erfurt wird nichts, glaube ich, ja. Nee, Erfurt wird nichts. Ja, wir müssen irgendwie diese Zuglinie hier cutten. Diese hier, das ist die letzte. Aber das wird, glaube ich, erstmal nichts. Wir können ja mal so ein bisschen hier im Süden noch nachrücken, also die Front ein bisschen verkürzen, dass wir auch mehr Nachschub reinbekommen. Ist da eine Zuglinie vielleicht sogar? Nee, die ist erst hier. Aber von Würzburg aus können wir da nicht... der Zug ist hier. Wir müssen die Provinzen hier einnehmen. Dann könnten wir hier auch Nachschub reinfahren, aber aktuell noch nicht. Deshalb strugglen wir hier so ein bisschen. Ja, noch klappt's nicht. Wir müssten irgendwie hier nochmal was reinbringen. Wir müssten Erfurt einnehmen oder diese Provinz. Dann wäre es um die Deutschen hier geschehen. Und die Italiener. Ich weiß nicht. Das kriegen wir, glaube ich, erstmal nicht hin. Die Deutschen haben hier auch Milizen übrigens. Die sind gerade abgezogen. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, die kämpfen hier schon mit den Reserven. Aber ja, wir werden hier erstmal nicht durchbrechen, leider. Obwohl, hier ist auch eine Miliz. Volkssturm Erfurt. Können wir die da rausärgern? Ace Pilot, vielen Dank. Ja, soweit ja. Aber sie reagieren meistens immer ganz schnell und wissen dann Bescheid, dass das da gefährlich ist für sie. Also ich glaube nicht, dass wir das erreichen werden, Erfurt. Nee, das kriegen wir nicht hin. Unser Mangel an Truppenstärke ist auch ein Problem. Wir haben bereits 100.000 Truppen verloren, seit wir begonnen haben. Wir hatten ein Militär von etwas über 1 Million. Jetzt haben wir schon deutlich weniger, weil wir es nicht reinforcen können. Wir müssen eigentlich das hier abbrechen. Wir müssen das hier abbrechen. Und uns diese Punkte weiter gönnen. Weil das wird nichts. Wir müssen ganz, 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 ganz dringend unsere Gesetze verändern, dass wir mehr Mannstärke bekommen. Das ist ein Riesenproblem sonst. Hannover werden wir erstmal nicht annehmen. Das wird nicht passieren. Okay, Attrition ist aber null. Also das ist kein so großes Problem. Wir verlieren ein bisschen was, aber nichts wirklich Dramatisches. Und jetzt ist auch schon besser geworden. Wir können ja auch hier eigentlich sagen, hier benutzen wir ein paar Fahrzeuge. Wir haben es doch. So, und hier, wir werden erstmal nicht angreifen können. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich muss irgendwie die Briten loswerden. Wir kommen mit denen hier nicht klar. Das ist eine Katastrophe. Wir werden mal Folgendes tun, vielleicht, um es ein bisschen einfacher zu machen. Wir werden mal sagen, ihr stellt euch nur an die Küste hier und rückt da vielleicht vor. Wir haben auch einen weiteren Konvoi versenkt, sehr schön. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Aber hier greifen sie sogar gegen an, übrigens, in Kroatien. Und Zagreb sollte fallen. Boah, in Albanien ist auch einiges, mein Gott. Ja, mal schauen.
Kroatien ist weg. Das ist ein sehr großer Sieg. Ja, vielleicht können wir hier angreifen. Das läuft. Das gefällt mir doch, ja.